Nintendos, was geht's? Apps am Start, Leute. Willkommen zur nächsten Folge FIFA Mobile 21 um 18.55 Uhr an diesem schönen Samstagabend, Leute. Es ist Bundesliga. Aber nichtsdestotrotz gibt's heute wieder ein schönes Landeshelden-Event-Videochen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das neue Landeshelden-Event gut. Ist ja jetzt nichts Neues, klar, aber trotzdem finde ich das Event an sich sehr gut und ja, das motiviert mich auf jeden Fall wieder FIFA Mobile zu spielen, weil wie gesagt, bei dem Rivalen-Event, das war ja abnormal. ja, Leute, es ist auf jeden Fall, es heißt Road to Davies, Leute, richtig, ich möchte Alphonso Davies haben, Leute, 108 plus Spieler Alphonso Davies möchte ich haben, Leute, der hat auf jeden Fall 16 Ränge, ja, nice Hase auf jeden Fall, mein Monreal, den ich jetzt habe, im LV hat glaube ich 9 Ränge, also von daher, ne, sehr, sehr gutes Upgrade, wenn ich auf jeden Fall Davies habe und, ja, er ist free to play, Leute, er ist free to play, der Marv Ultimate hat mir gesagt, auf jeden Fall, wenn ich auf jeden Fall, im Kapitel, Leute, wenn man auf jeden Fall im Kapitel hier die ganzen Kapitels, Mehrzahl von Kapitels? Keine Ahnung, Leute, durchspielt bis zum Ende, dann hat man auf jeden Fall Davies, Free-to-Play am Start, Leute, auf jeden Fall ist das hier das letzte Spiel, gegen 110er Bayern-Team, ist auf jeden Fall easy, Leute, echt easy, was ist das für ein Spiel, 120er-Team, okay, ein Tor mit Mittelfeldspieler und Stürmer, ja, trotzdem easy, Leute, trotzdem easy, ja, Leute, auf jeden Fall, wie gesagt, ne, Road to Alphonso Davies, weil wie gesagt, ich habe gerade momentan Monreal am Start, Leute. Monreal. Und ja, das wäre eine Verbesserung von, was hat er für einen Rang gehabt? 15, ne? Von 6, 10. plus 4 wegen 108 und nochmal hier plus 5. Ja, wild, Leute. Wild. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir fangen gleich an mit Road to Davies und nochmal eine kleine Anmerkung, Leute. Ich habe vor, Leute, Real Talk, ich habe vor in den nächsten Wochen und Monaten eure Fragen in den Kommentaren zu beantworten, Leute. Also nicht mehr am Anfang des Videos, sondern in den Kommentaren. Ich habe sowieso mal vor in den nächsten Wochen und Monaten mal mehr zu antworten in den Kommentaren oder ja, einfach mal zu schreiben stark oder sonst was. habe ich auf jeden Fall vor. Also wie gesagt, ihr könnt sehr, sehr gerne Fragen in die Kommentare stellen und die werde ich dann mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Kommentare beantworten, Leute. Habe ich auf jeden Fall mega, mega Bock zu. So, ich würde sagen, ja, 10.000 Punkte haben wir jetzt hier schon am Start. Hier, also fast 10.000 Punkte, Landesheldenpunkte. Und ich würde sagen, wir fangen an mit XP-chen. mit 80.000 XP. Sind auf jeden Fall am Start, Leute. Ich habe wirklich sehr, sehr viel XP, ne? Also, auf jeden Fall wird es am Montag das nächste kleinere Team-Upgrade geben, Leute. Ja. Es gab ja schon längere Zeit kein Team-Upgrade mehr. Deswegen gibt es auf jeden Fall das nächste dann am Montag. 1000 Skill-Boost, ne? 1000 Skill-Boost. Ist schon eine ganze Menge, Leute. Ist schon eine ganze Menge. Aber trotzdem haben wir noch nichts freigeschalten. Ja, Leute, wir haben jetzt schon oder viele Spieler bei mir sind ja jetzt schon Level 15 und so weiter und so fort, ne? Deswegen, ja, 80 häufige Splitter. Ich wiederhole mich, ich brauche seltene Splitter und nicht häufige. Ich habe fast gar keine seltenen, ne? Aber so viel häufige. Ich habe jetzt hier 620 häufige Splitter. Geht euch das auch so, Leute? Geht euch das auch so, dass ihr so viele häufige Splitter habt, aber halt keine seltenen? Keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall die nächsten 1200 Skillbooster. Wir werden überschüttet von Skillboost, ne? Das ist unnormal. Das ist unnormal, Leute. Aber es ist gut. Weil Skillboost kann man immer gebrauchen, Leute. Kann man immer gebrauchen, Leute. Und wir haben immer noch nichts freigeschalten. Skillboost, Leute. Aber ich glaube, der nächste wird sein. Monreal. Auf Level 16. Das ist der erste sogar, ne? Das ist der erste dann auf Level 16. Heidewitzka. Und dann wird schon langsam er hier kommen. Box to Box. Schweinsteiger und Beckham. ja, doppelte Skillboost sind immer gut, Leute. Doppelte Skillboost bei Spielern. Geil. So, als nächstes XP. Wieder XP, ne? Ich habe so viel XP. Ich könnte, for real, ich könnte schon Sanchez hochtrainieren auf die 108. Leute, Real Talk.
Ja, Real Talk. Als nächstes Münzen, Leute. Münzen. 1,5 Millionen Coins. Und wir haben jetzt hier am Start 7,3 Millionen Coins. Ist schon eine ganze Menge. Und ja, ich habe jetzt deswegen so viel angespart. Wegen den kommenden Team Upgrade, Leute. So, als letztes hier am Start 80 Seltene Splitter, Leute, das sind die seltenen Splitter. Gott sei Dank, ne? Habe ich wieder welche. So, als nächstes am Start sind hier auf jeden Fall 30 epische Splitter, Leute. Und ich kann ja mal kurz nochmal rechnen, Leute. Mathe, Abi, Skywalker. 2600 plus 3,5 plus 4000 plus 4,5 plus 5000 plus als letztes 5,5 sind insgesamt, Leute, 25.100 Punkte brauche ich noch, Leute. Das ist easy, Leute, das ist easy. Vor allem wegen den Kapiteln, Leute. Leute, das wird easy, das wird easy. Und Leute, wegen gestern, ne? Ich hatte ja gestern die Messi-Packs gezogen, Leute. Ich hatte ja gestern Messi-Packs gezogen. Ah ja, stimmt, wir können uns ein 101er Claudio Bravo abholen, Leute. Claudio Bravo. Puh, die chilenische Legende. ja, Leute, geile Hase. So, Bravo am Start hier. Und ich brauche noch 500 Punkte bis 500 Mosaik-Token. Morgen wird es auf jeden Fall Mosaik-Packs geben, Leute. Morgen gibt es Mosaik-Packs am Start sein, ne? Am Start sein. Ja, Leute, ich würde sagen, ich hätte gestern auf jeden Fall noch die Messi-Packs gezogen gehabt. Und ich habe gesagt gehabt, Endo ist nicht zu gebrauchen, Leute. Doch, Leute, wegen dem SBC. Wegen dem SBC ein Landeselden weltweit Spieler. Ich brauche noch einen, dann habe ich auf jeden Fall 30 weitere seltene Splitter am Start, ne, und kann auf jeden Fall ein schönes Upgrade damit machen, Leute. Auf jeden Fall am Start sein, auf jeden Fall war es das schon mit dem heutigen Video. Auf jeden Fall morgen am Start sein, weil wie gesagt, ne, morgen gibt es auf jeden Fall schöne Mosaik-Packs, ne. Wen gab es damals zu ziehen? Ich glaube Neymar Junior, ne. 108er Neymar Junior. Wäre auf jeden Fall mega, mega wild, ne? Da wird es morgen 7 Packs ungefähr geben, Leute. Und am Dienstag dann den nächsten Packs, Leute. Wird geil, Leute. Wird geil. 108er Neymar Junior. Puh, Leute, das wäre wild, ne? 106er Stürmer Cavani. Aber das sind alle Spieler, so Leute, die ich nicht so gebrauchen kann, Leute, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, wenn ich Neymar Junior ziehen würde, ich würde ihn for real verkaufen, weil ich habe halt ZOM. Mein schönen Ballack vorne drin. Leute, mein schönen Ballack-Icon-Karte, die würde ich nicht verkaufen wollen. Man kann ja Icons eh nicht verkaufen, ne? Von daher. Ja, dann würde ich sagen, Leute, das war's für heute. Morgen ist auf jeden Fall das nächste schöne Mosaik-Packs-Videochen. Und ich habe auf jeden Fall nochmal einen Spieler verkauft. Das ist sehr, sehr gut, Leute. Möge die Macht mit euch sein. Skywalker.